Köft spielt heute einen etwas nachdenklichen, traurigen, aber auch lehrreichen Titel. Valiant Hearts spielt im Ersten Weltkrieg, probieren wir auf dem Shield-Tablet aus. Im vergangenen Jahr hat sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal gejährt. 1914 ist die Urkatastrophe Europas geschehen, wie Historiker das bezeichnen. Und die ganze Welt hat in Ausstellungen mit Medienbeiträgen dieser schrecklichen Tatsache gedacht. Auch die Spielindustrie hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Ubisoft Montpellier hat Valiant Hearts herausgebracht. Ein 2D-Side-Scroller, Jump'n'Run, klingt jetzt so nach Spaß, also ist kein Kriegsspiel in dem Sinne, sondern ist eigentlich ein sehr hübsch gemachtes, lehrreiches und durchaus trauriges Spiel, das eben den Ersten Weltkrieg als Hintergrund hat und ein bisschen die Schicksale von vier Protagonisten beleuchtet, die halt kleine Soldaten oder Zivilisten sind. Inzwischen ist Valiant Hearts auch für mobile Geräte, also für iOS und Android erschienen. Wir probieren das heute mal aus und schauen, wie sich das Ganze auf dem Shield-Tablet spielt. So, ihr hört jetzt nochmal die wunderschönen, ich mach mal ganz laut, die wunderschönen Klavierklänge. Auf die lege ich deswegen so viel Wert, weil sie wirklich die Stimmung dieses Spiels sehr gut wiedergeben, gleichzeitig aber auch sehr gut unterstreichen. Also es ist, auch das sage ich gleich vorweg, es ist spielerisch nicht der Oberhammer. Es ist relativ simpel. Es ist eigentlich, man spielt es weiter, weil man wissen will, wie denn diese Geschichte der hier auch zu sehenden vier beziehungsweise fünf sind sogar ein Hund spielt auch noch mit Protagonisten, so weitergeht. Zum Preis kostet sowohl für iOS als auch für Android 4,99 €. Allerdings gibt es einen kleinen Pferdefuß und zwar, ihr seht hier den Button Shop. Das ist nur die erste Episode. Die anderen müsst ihr einzeln dazu kaufen oder euch ein Sonderpack für 7,99 €. Dann seid ihr halt insgesamt, wenn ihr das Spiel komplett durchspielen wollt, bei 8 € plus 5 € sind also 13 €, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Nicht ganz günstig. Aber naja gut, ob es das wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, dass dieses kleine Gameplay, was ich euch gleich zeige, da eine Entscheidungshilfe sein wird. So, schauen wir mal, was hier noch ist. Ach, hier sind so Social Network-Geschichten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel. Kommt, wie gesagt, von Ubisoft Montpellier, wenn man das so ausspricht. Ich selber hatte kein Französisch in der Schule. Ich fange mal ganz am Anfang jetzt nochmal an. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt. Technisch ist das diese Ray-Engine. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Samiel zu den Waffen zu melden. Also auch deutsch synchronisiert, lokalisiert, das ist schon mal gut. Die Engine, mit der auch diese aktuellen Rayman-Titel laufen und die grundsätzlich ja sehr, sehr gut ist, auch Child of Light lief mit dieser Engine. Und ihr seht jetzt von der Grafik, das ist so eine, ja, ich würde sie mal Janosch nennen. Wer die Janosch-Kinderbücher kennt, so ein bisschen ist das gezeichnet. Also es ist schon eine Zeichentrickgrafik, so ein bisschen Scherenschnitt hat das auch. Und die Steuerung ist eben ganz simpel. Kurz zur Vorgeschichte, also der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Es fing an auf so einem Bauernhof, auf dem eben der Emi hier mit seiner Tochter und deren Mann, der aber ein Deutscher ist, der in Frankreich lebte, gelebt hat. Der Karl, der Deutsche, wurde dann natürlich des Landes verwiesen mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Den werden wir später wieder treffen. Der kämpft natürlich auf deutscher Seite dann. Und Emi, obwohl er schon etwas älter ist, wurde eben in die französische Armee eingezogen. Und ich bin jetzt hier in der Kaserne, wo ich mich melden muss. Da sieht man jetzt so ein paar Uniformierte, die da den Säbel schwingen und uns Dampf machen wollen. So, ich bewege mich hier einfach durch Tippen. Muss jetzt hier durch diesen Bildschirm. Ihr seht, die sprechen nicht wirklich, die sprechen halt Kauderwelsch. Das ist aber meistens anhand der Laune verständlich, was sie einem sagen wollen. So, jetzt bin ich hier im Kasernenhof. Laufe weiter, indem ich immer hier nach rechts tippe. So, er schickt mich jetzt wieder zurück, dass ich jetzt erstmal dem Kollegen mit der Trompete hier anweisen soll, ein Liedchen zu trällern. So, jetzt stürmen hier meine Kameraden alle raus. Ich mache das mal ein bisschen leiser, weil ich meine eigene Stimme gerade nicht so gut höre. So, jetzt ist er auch im Laufschritt unterwegs. Und jetzt kriege ich quasi die Einweisung ins Soldatische. Also, vor Hindernissen mit einem Wisch nach oben. Dann geht's weiter. Vor Feinden, in dem Fall jetzt einer Strohpuppe, gehe ich halt so hier in den Nahkampf. Da ist die Strohpuppe erledigt. Findet mein Vorgesetzter super. Also noch sieht das alles ja ganz spaßig aus, aber das wird nachher bitter ernst. So, eine Handgranate werfe ich, indem ich, also hinter den Werfer und dann diesen Bogen hier so berechne, dass er möglichst auf der Strohpuppe landet. Machen wir mal. Oh, die ist jetzt zu weit abgeprallt. Das dürfte nicht klappen. Nein, dann muss ich nochmal eine nehmen. Dann werfe ich die jetzt mal in einem steileren Winkel vielleicht, dass die... So, haut das hin. Badam. So,
er wieder zufrieden. Und ich kann wieder weiter. Hier muss ich jetzt nochmal eine Puppe eindreschen. Die hat natürlich so eine Pickelhaube auf. Ach so, was ich euch jetzt gerade gar nicht gezeigt habe. Ich gucke mal, ob ich das noch hinkriege, wenn ich zurücklaufe. Und zwar, es gibt hier im Level manchmal, nee, das war hier nicht, so Geheimnisse aufzusammeln. Die fallen dann runter und die geben wiederum, ja, so Infokarten frei, wo ich dann eben etwas über die Hintergründe und auch ja, über den Ersten Weltkrieg an sich lerne. Deswegen, ich hatte mich vorhin mit einem Kollegen, na, jetzt, ach, er hat, glaube ich, die Granate gar nicht geschnappt. Ich glaube, ich muss auf ihn drücken, gedrückt halten und dann wieder den Winkel rechnen. Mit einem Kollegen mich darüber unterhalten, der meinte, eigentlich ist es ein Spiel, das tatsächlich durchaus auch so im Schulischen eingesetzt werden könnte, weil es halt spielerisch ganz viel zum Ersten Weltkrieg erklärt. Jetzt glaube ich, mich an meine Schulzeit zu erinnern, der Erste Weltkrieg ist jetzt nicht unbedingt so ein Thema, wo Schüler für brennen. Und eventuell wäre halt sowas, so ein Infotainment-Charakter, ganz sinnig, weil es dann eben, ja, ist halt blöd jetzt, Krieg spielerisch, aber naja. Also man hat halt das spielerische Element und gleichzeitig dann aber eben auch, komme ich hier eigentlich schon dran an so? Genau, hier gibt es sowas, historische Fakten. Also hier wird mir jetzt zum Beispiel mit Fotos die Kriegserklärung dann erzählt. Wann ist welche Nation in den Krieg eingetreten, wer hat wem den Krieg erklärt? Dann erfahre ich hier was über Truppenstärke, Heeraufbau, das August-Erlebnis, also diese überbordende Euphorie, die in ganz Europa herrschte und der überbordende Nationalismus und Patriotismus. Alle sind so begeistert in Krieg gezogen bis zur ersten Schlacht. Und hier sind eben diese Objekte. Also ich hatte das, glaube ich, in einem vorherigen Spielversuch schon mal gemacht. Habe ich eine Pickelhaube gefunden und dann wird mir eben auch was zu dieser Pickelhaube erklärt. Oder hier habe ich einen Brief gefunden, der, ich glaube, echt ist. Also ich vermute mal, das ist ein echter Brief eines französischen Soldaten, der so eben überliefert ist. Und das gibt dem Ganzen natürlich so eine gewisse Brisanz, also reißt einen dann aus dem Spielerischen raus, sondern macht einem immer wieder klar, das ist halt wirklich passiert und da sind wirklich wahnsinnig viele Menschen gestorben und wahnsinnig viel Elend über Europa gekommen. So, jetzt muss ich hier am Anfang. Das soll wahrscheinlich das August-Erlebnis widerspiegeln. Ein bisschen, na, patriotisch die französische Fahne hissen. Die Tricolore, also das ist die Regimentsfahne, die da jetzt weht. So, und damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Und ich sage euch jetzt gleich, also sehr viel mehr wird es spielerisch nicht. Also es gibt nachher noch so ein paar Action-Sequenzen, wo man dann, weiß ich nicht, Bomben ausweichen muss. Zeige ich euch gleich auch noch, kommt, glaube ich, als nächstes Level. Ja, und zwischendurch immer wieder diese Sequenzen, die eben dann doch recht emotional, recht menschlich erzählen, was in den Protagonisten vorgeht. Jetzt sind wir am Bahnhof in Paris und treffen jetzt einen der zweiten Protagonisten des Spiels. Das ist nämlich, wie heißt der? Terry? Heißt der Terry? Ich weiß es gar nicht. Es ist ein Amerikaner, der sich zur Fremdenlegion gemeldet hat, weil, ach, das nehme ich noch nicht vorweg, sonst verrate ich die Geschichte. Also der hat Gründe. So, und der wird da jetzt von französischen Soldaten beworfen, vermutlich wegen seiner Hautfarbe. Das wird gar nicht genau erklärt. Auf jeden Fall helfen wir ihm jetzt, indem wir einmal hier ziehen und damit die da verjagen. Also ein bisschen Puzzelei ist dann zuweilen auch dabei. So, jetzt muss ich ihm hier die Weißweinflasche klauen. Weil, das wusste ich jetzt natürlich schon, im Normalfall hätte ich jetzt versucht, die rote hier zu nehmen. Ich weiß aber, dass der junge Herr möchte gern Wein trinken und will aber den weißen und nicht den roten. Und so freut er sich, geht dann jetzt weg und gibt mir damit den Weg frei, hier zum hinteren Zugteil zu kommen. So, der lässt mich jetzt nicht, ach so, der lässt mich nicht auf die Leiter. Er will nämlich, dass die Band Musik macht. Und jetzt kommt so ein Reihenfolgerätsel. Ich muss nämlich diese verschiedenen Musiker aktivieren in der richtigen Reihenfolge. Also, die Tuba, das war falsch. Die Trommel vielleicht zuerst. Das scheint richtig zu sein. Dann probieren wir die Tuba als nächstes. Das ist auch richtig. Und dann nehmen wir jetzt mal die Trompete. Nein, das war falsch. Also nochmal. Trommel zuerst. Da gibt es jetzt keine Logik dahinter. Das ist wirklich ausprobieren. Tuba. Dann muss es als nächstes die Oboe sein. Und dann die Trompete. Ich bin gerade völlig überrascht, dass ich wusste, dass das eine Oboe ist. Habe ich in der Schule im Musikunterricht offensichtlich aufgepasst. So, jetzt klettern wir hier auf die Leiter drauf. Wir geben uns jetzt wieder zum vorderen Zugteil.
La la la. So, und dann ziehe ich jetzt an der Kette hier. Und damit werden jetzt die verjagt. Und das heißt, ich habe das erledigt. Kann jetzt die Leiter wieder runter. So, und jetzt gehe ich doch mal zu dem Kollegen da vorne. So, haben sich zwei gefunden und trennen sich jetzt aber gleich schon wieder. Wir begegnen uns aber später wieder im Spiel. Und weiter geht's. Und jetzt geht's für Emi tatsächlich an die Front. Das gibt mir jetzt Gelegenheit, euch noch, sagen wir mal, ein etwas actiongeladeneres Level zu zeigen. Und jetzt werden wir auch gleich einen der Kritikpunkte an dem Spiel, an der Darstellung des Spiels sehen. Also zahlreiche, halt vor allem deutsche Medien, die das getestet haben, haben zu Recht kritisiert. Eigentlich konzentriert sich das Spiel darauf, eine möglichst menschliche Darstellung dieses Konflikts zu erreichen. Das heißt also wirklich den Menschen als Individuum und nicht unbedingt als Täter jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Einzig die deutschen Soldaten, also bis auf Karl, die Gegner hier, werden immer als sehr überzeichnete kaiserliche Fratzen dargestellt. Und das hinterlässt natürlich so ein Geschmäckle, weil, jetzt mal politische Schuldfrage außer Acht gelassen, in dem Fall geht es ja jetzt um einfache Soldaten und ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann oder sagen sollte, dass einfachen Soldaten auf deutscher Seite jetzt per se irgendwelche, ich muss hier übrigens gucken, ich glaube, wenn ich drücke, dann sprintet er und dann muss ich diesen, oh, jetzt hat es mich erwischt, da werden immer diese schwarzen Schatten der Bomben, da muss ich natürlich schnell raus, bevor die fällt. Was ich sagen wollte, also ich glaube nicht, dass es richtig ist, jetzt hier die deutschen Soldaten per se irgendwie als bösartig zu karikieren. Und da gab es ein bisschen Kritik für Valiant Hearts. Aber ich denke mal, dass da wahrscheinlich der Gedanke dahinter halt einfach ist, dass im Falle des Ersten Weltkriegs natürlich Deutschland der Aggressor war. Und man hier jetzt das einfach dann auch auf die deutschen MG-Stellungen hier umgemünzt hat. So. Aber wie gesagt, es gibt im Spiel ja auch noch den Karl, den deutschen Soldaten, der dann durchaus auch wieder menschlich dargestellt wird und insofern jetzt Deutschland nicht, ach, jetzt war ich schon wieder zu langsam, nicht auf ganzer Linie hier irgendwie als Ansammlung von Unmenschen wegkommt. So, da stelle ich mich jetzt gerade etwas blöd an. Er reagiert jetzt gerade aber auch nicht auf meinen Finger hier. Das ist jetzt ein technisches Problem, weil, wenn ich drücke, sollte er eigentlich rennen und das tut er aber nicht. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter, also habe ich so noch nicht erlebt. Überlege mal, ob das hier... Hören wir nochmal ganz kurz. Nee, komme ich nicht durch. Aber ihr habt jetzt gesehen, worum es eben in so einer Schlachtenszene dann geht. Also da sind verschiedene Formen der Action dann angesagt. Bomben ausweichen, nachher muss man auch noch Stacheldraht durchschneiden. Natürlich auch MGs teilweise ausweichen oder auch selber besetzen. 13 Euro, nicht ganz günstig, aber ansonsten durchaus ein gut gemachtes, ein mit sehr viel Liebe gemachtes Spiel zu einem sehr ernsten Thema. Und wer eben nicht immer nur hirnlos in irgendwelchen fiktiven Szenarien drauf losballern will, der findet in Valiant Hearts ein gut gemachtes, schön anzusehendes Spiel mit ernstem Hintergrund, das größtenteils auch sehr intelligent und vorsichtig umgesetzt ist. Also, Valiant Hearts, wenn euch das Spiel und das Video gefallen hat, dann liked das doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, sagt mir in den Kommentaren, wie ihr Valiant Hearts findet, ob ihr mehr davon sehen wollt oder noch ein anderes Spiel sehen wollt. Schreibt mir einfach alles, was euch zum Thema Gaming bewegt, in die Kommentare rein. Lest immer curve.de, da gibt es ausführliche Artikel rund ums Thema Gaming, aber auch rund ums Thema mobile Technologien und Digitales. Ich bin Amir, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss. Schon vor längerer Zeit habe ich für euch Skyforce mal ausprobiert. Wir haben aber auch zusammen schon Hearthstone gespielt. Und The Banner Saga gibt es inzwischen auch für mobile Geräte. Habe ich ebenfalls ausprobiert.